Die Sache ist, du hörst dem, das, was ich bei Rais habe, ist, du hörst dem zu und du fühlst. Du spürst seinen Schmerz so, weißt du? Du fühlst das, ohne Scheiß. Du fühlst das richtig, was, wie viel Schmerz er in diesen Text, in diesen Gesang, in seine Stimme legen kann. Ja, und du denkst und du sitzt da und denkst, fuck, Alter, ja, aber. Was geht ab und herzlich willkommen zu Rap Talk. Rap Talk. Rap Talk. Immer noch Rap Talk. Hey, Rap Talk. Schon wieder Rap Talk. Das geben wir uns heute. Heute geben wir uns Rais featuring Chata, sehr schwarz. Hm. Rais, einer der. Ist er erst Newcomer? Ja. Der jetzt bei Alles oder Nix gesigned ist, glaube ich. Ja. Richtig? Ja. Ja, ne? Ja, ich glaube auch. Schwierig. Ganz kurz, bevor wir da tiefer reingehen. Könnt ihr den Kanal abonnieren. Weil ansonsten sehe ich schwarz. Oh. Besser abonnieren. So. Ja, auf jeden Fall. Ja, schwierig bei Chata unter Vertrag zu gehen, ist ein schwieriges Thema. Die Künstler sind oft sehr erfolgreich, aber ihnen wird halt immer nachgesagt werden, wenn sie erfolgreich sind, dass die Klicks gekauft sein werden. Ja, weil es halt eben genau dieses Thema da einmal ganz groß war, ne? Ja, und das ist halt immer schwierig. Also selbst wenn Rais jetzt extrem erfolgreich wird, wird man immer dann hören, ja, er hat seine Klicks gekauft, egal, ob sie jetzt wirklich gekauft sind oder nicht, spielt ja auch gar keine Rolle, auf jeden Fall wird es halt dem Ganzen halt nachgesagt und das ist halt schwierig, wenn du dann bei einem Chata unter Vertrag stehst. Finde ich halt echt, finde ich schon irgendwie schade auch für die Künstler, die jetzt halt auch in Zukunft noch da unter Vertrag kommen werden, weil das macht natürlich viel Reputation kaputt. Ja. So, aber bevor wir überhaupt über Reputation sprechen können, hören wir uns den Track an. Auf jeden Fall. Los geht's. Ich hab eine Vision, Digga. Na, ich steh bald groß auf dem Thron, Digga. Hey, auf dem Konto eine Million, Digga. Hey, dieser Digga. Doch ich habe nie gesagt, dass er einfach will, Bruder, nennt den Weg, er schreie nicht. Zu viel Hass, zu viel Leid, zu viel Wut, zu wenig Liebe, zu viel Leid. Dein Kopf ist immer einfach und ist mit Herzen wie in meinem Club. Hey. Und doch nicht umgekehrt, Bruder, nein, nein, sie werden sich nicht einig. Bruder, Engel und Shader, ne? Und den Kampf wirst du scheitern, ne? Denn der größte Kampf im Leben ist der Krieg mit dir selbst, oder du weißt. Puh. Der hat eine stabile Stimme, der Typ, ne? Der, gut. Ja. So ein bisschen auf Arabesk halt. Ne? Es gibt welche, aber, es gibt Leute, die das absolut gar nicht mögen. So. Ja, aber Bruder, der Typ kann singen. Die Sache ist, du hörst dem, das, was ich bei Rais habe, ist, du hörst dem zu und du fühlst. Du spürst seinen Schmerz so, weißt du? Du fühlst das, ohne Scheiß. Du fühlst das richtig, was, wie viel Schmerz er in diesen Text, in diesen Gesang, in seine Stimme legen kann. Ja, und du denkst und du sitzt da und denkst, fuck, Alter, ja, aber. Ja. Ist ein krasser Sänger. Ist einfach ein krasser Sänger. Er ist jetzt nicht so, der die Überrange hat, wobei die halt auch gut ist, so. Ja. Aber er hat halt extrem Gefühl drin. Ja, Mann. Extremer Schmerz, der da drin ist. Das bringt er verdammt gut rüber. Und da weißt du, du hörst ihm wirklich zu und packt einen schon ein bisschen anders, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der Rais. Und deswegen, ich will gar nicht großartig reden. Ja. So, normal ist das dein Ding, so auf weiter zu drücken, aber oder. Dieser Stimme muss man zuhören, ne? Dieser Stimme muss man zuhören, so. Ja. Komm. Weiter. Denn der größte Kampf, dem ist der Krieg mit dir selbst.
Woo! Es gibt einen Sänger, der Schauspieler ist, Sänger ist, Rapper ist, und zwar Yoni. Y-O-N-I-I. So. Ja. Der ist sehr ähnlich wie Raiz. Ja. Beide auf einem sehr stabilen Level. Und das ist halt einfach Emotion. Das ist wirklich Emotion, was die rausbringen. Ja. Das ist krank. Aber das, was war das für ein Hook? Hammer, ne? Was war das für ein Hook? Und weißt du, ganz ehrlich, es tut mir so ein bisschen leid. Weil ich finde diesen Song bis jetzt so stark, aber ich habe wirklich Angst davor, was Ratar jetzt macht. Weil ich muss halt sagen, ich bin von Ratar als Rapper halt einfach nicht überzeugt, war ich auch noch nie. Er ist ein starker Geschäftsmann. Ja. Der hat Musik. Marketing, Wissenschaften oder irgendwie sowas in England studiert. Mhm. Krasser Fakt, so würde man ihm so gar nicht zutrauen, wenn man ihn irgendwo Richtig. Sieht. Aber der Typ hat echt was im Kopf. So. Und, auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und das Ding ist halt einfach, als Geschäftsmann krasser Typ, aber als Rapper muss ich halt echt sagen, habe ich ihn noch nie gefeiert. Noch nie. Und ich habe wirklich Angst davor, dass er mir den Song kaputt macht. Dass er den so abwertet, so nach dem Motto, ne? Ja, ja. Weil der Song ist gerade auf so einem Level und so emotional und nimmt einen so mit. Und ich habe halt echt gerade wirklich Angst, auf Play zu drücken. Na komm, durch müssen wir trotzdem. Durch müssen wir trotzdem, aber was ich vorher noch, ich möchte das noch ein bisschen in die Länge ziehen, weißt du so. Und klar, könnt ihr. Deswegen. Mach, ich höre dir zu. Wie findet ihr Raiz? Nimmt euch das genauso mit wie uns? Nee, aber jetzt mal wirklich ohne Scheiß, ne? Also, nee, aber ohne Scheiß. So, schreibt's in die Kommentare. So, weil das, also ich würde's, bei allen anderen Sachen hätte ich diskutiert, aber wenn ihr sagt so, nee, fühle ich nicht, dann verstehe ich euch nicht. Ohne Scheiß, das sage ich jetzt so, wie es ist. Ich verstehe euch nicht, wenn ihr sagt, ich fühle das nicht. Der Typ ist, boah. Sehe ich genauso. Also, wenn du das nicht fühlst, dann weiß ich nicht. Dann hast du mit Musik vermutlich nicht viel am Hut. So sieht es nämlich aus. Ganz deiner Meinung dahingehend. So. Und deswegen, wir hören. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe. Sie sagen, jeder kriegt, was er verdient hat. Guck, der eine zinkt und der andere schießt, brah. Manche machen beides, red nicht vom Prinzip, ja. Ich höre euch viel zu lange lügen, freestylen. Bitte Gott, gib mir deine Kraft. Ich weiß genau, dass ich das alles nicht alleine schaff. Zu viel. Die ersten Zeilen fand ich gut. Aber ja, dann ist er jetzt wieder so ein bisschen... Komm, lass erstmal weiterhören, bevor wir jetzt noch weiter urteilen. Hasse, schwache Schweiß gebadet auf, alte Geister, weil ich der weißen Farbe traute. Von 8 Quadratmeter zu einem Anwesen im Wert vom AON-Deal. Ja, genau das meine ich, so dieses, weißt du, so wie auch Schwester Ever gerappt hat, weißt du, so dieses, boah, nee, so ich weiß, viele feiern das, ich kann's nicht hören, echt nicht. Mauern so hoch wie in der JVA Kiel. Über 50 Familien haben Brot durch mein Hassel. Und du kleiner Pisser willst jetzt mein Business anfassen. Prahl's rum, weil ich auf dein Bellen nicht reagiert. A3, Autounfall, Bremsen, wann präpariert? Notenkind, ich bin nicht Straße, ich bin die Straße. In nem Nadelstreifenanzug von Versace. Denn der größte Gang. Okay, bevor wir jetzt wieder Raiz hören, ich muss jetzt erstmal kurz eine Pause machen, damit ich das so ein bisschen so abhaken kann und mich wieder auf den Song einlassen kann. So, erstmal das Gute. Ich habe es mir noch schlechter vorgestellt. Okay. Es ist nicht so schlecht. Es sind so ein paar Passagen, wenn er halt so ein bisschen aus dem Takt ausbricht. Ja, und wenn er wieder so in dieses abgehackte geht, das ist so,
erstens passt es gar nicht auf den Song, gar nicht null. Und zweitens habe ich das noch nie gefühlt. Die ersten Zeilen, die er gebracht hat, waren gut. So hätte er durchflowen müssen, seinen kompletten Part. Hätte er den kompletten Part so durchgeflowt, hätte ich gesagt, okay, gut. Aber so ist genau meine Befürchtung auch leider wahr geworden. Mir persönlich hat er den Song versaut. Ich finde es okay. Ich finde seine Stimme so und die Art und Weise, wie er das rappt, dieses Ruhige, finde ich, passt auf den Beat. Ja, das ist richtig. Leider bremst er meiner Meinung nach Rais in dem Song, weil Rais halt wirklich, also der, das ist nach dem Motto dieses, der würde fliegen, der wird noch weiter nach oben fliegen und der wird halt einfach so dieses zurückgezogen und so ein bisschen, bleibt man noch hier. Das ist tatsächlich der Fall, ja. Ja, und das Ding ist halt einfach, es wäre wirklich ein Song, den man so wirklich fühlen würde, wenn Khatar nicht wäre. Und ich weiß, ich kann auch mit meiner Meinung da in der Minderheit sein. Ich weiß, dass auch in den Kommentaren wieder alle sagen werden, Khatar ist der Überkrasse. So, aber ich finde einfach, Khatar ist meiner Meinung nach kein guter Rapper. Meiner Meinung nach. Ja gut, meiner Meinung nach sind da ein paar Tracks, die ich auch gut fand von Khatar. Aber halt, es ist halt auch eher weniger meins. Tatsächlich, muss ich dazu sagen. Aber Rais ist fett. Da brauchen wir nicht diskutieren. So. Über Rais brauchen wir nicht diskutieren. Der ist unfassbar, der Typ. Da würde ich sagen, hören wir weiter. Ja, würde ich auch sagen. Dann hören wir jetzt nochmal seine Stimme. Ja. Das wird das Ganze wieder aufwerten. Leben ist der Krieg mit Israel. Sind die Ganzen gegleicht drauf. Bruder Engel und Satan, sie tanzen auf meiner Schulter. Okay. Rais, krasser Sänger, aber wie gesagt, leider hat mir Khatar den Song kaputt gemacht. Ja. Gut, kann man sehen, wie man will, also mir hat er halt den Song kaputt gemacht. Wenn andere es anders sehen, freut es mich für sie. So, mal wirklich, ohne Scheiß. Es soll wohl auch Menschen geben, die Rais nicht feiern, aber Khatar feiern, das verstehe ich gar nicht. Ja gut, das würde ich jetzt halt, da würde ich sagen, ihr habt keine Ahnung von Musik. So. Aber full front, so, weißt du, nichts. Aber voll mit Körper, ganz Körpergewicht richtig, rein. Ne? Aber Vollkontakt front. Vollkontakt rein. Vollkontakt front. So. Wenn ihr die Scheiße satt habt, wie wir jetzt hier Scheiße labern, dann geht direkt aufs nächste Video über uns. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Video. Wie jeden Tag. Wie jeden Tag. Auf Wiedersehen. Macht's gut.